meine Freunde, jetzt einmal eine ganz kleine Special-Ausgabe von World of Tanks, die ich euch nicht entgehen lassen will, ganz abseits vom normalen Let's Play. Ich bin gerade hier reingegangen und musste das hier erblicken. Und zwar die Selbstfallerfette Karl, ein 1er Selbstfallerfette, die wir jetzt einfach mal zocken. Das ist blind, also ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen macht euch nichts draus, wenn ich keine Ahnung habe, was hier wirklich abgeht. Ich bin jetzt schon etwas verängstigt, aber wir werden es ja gleich sehen. Ich wette, das werden ganz, ganz viele zocken, also wow. Auch ein Elite-Panzer und hat keinen Zweig, logisch. Ist ja so ein einzelner Elite-Panzer. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt und ob ich überhaupt hier jetzt noch ein Gefecht komme. Ich habe Zeit, aber warte mal ganz kurz, bevor es losgeht, schauen wir uns das mal eben an. Struktur 1500? Wandpanzerung ist extrem scheiße. Standardschaden 305. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt, in was für Gefechte wir jetzt hier kommen. Solange öffne ich hier mal eben was. Oh, und ich denke mal, solange mache ich einfach mal einen Cut, dann lasse ich euch nicht so lange warten. So, und es geht los und, ja. Das heißt, warte, wie nochmal? 8-Bit-Geschichten. Okay, ich bin gespannt, wie das jetzt, das ist ja jetzt mal interessant. Das ist ja mal was ganz Neues. Das ist ja mal richtig geil. Okay, das ist ja... Alter! Schauen wir mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Kann man durch die Dinger durchfahren? Nee, kann man nicht. Okay. Das ist ja mal cool. Kann ich hier einen treffen? Nee. Aber das geht, okay. Deckt schon auf, Mann. Ups, da kriegen wir schon die erste reingepfeffert. Alter Schwede. Oh, dann helfe ich dem da drüben mal. Wir haben sie böse erwischt. Kritischer Treffer. Hauptgeschütz getroffen. Wirkungstreffer. So, Vorsicht jetzt. So, geil. Schön. Gleich mal einen Kill gemacht hier. Und jetzt bloß losfahren. Nicht, dass uns jetzt hier einer erwischt. Scheiße. Schon hat uns einer erwischt. Scheiße, noch einer. Alter, die sind gar nicht schlecht. Das macht ja richtig Fun. Oh, scheiße. Nein. 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 Nicht dein Ernst. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir sind erledigt. Wir haben noch einen im Team. Ach du Scheiße. Hätte ich das gewusst. Nee. Was zum Geier? Alter Schwede. Oh Mann. Das ist ja mal geil. Alter Schwede. Mach mal einfach nochmal ein Gefecht. Auch wenn es ein bisschen dauert.
Ach, guck mal hier, der hat auch schon 100% Erfahrung. Da können wir hier gleich mal was draufhauen. Und zwar, was ist hier denn am besten? Tarnung spielt hier keine große Rolle. Nehmen wir mal... Warte, bei Richtschütze, was haben wir da? Büchsenmacher, Scharfschütze, ruhige Hand. Komm, wir nehmen mal Waffenbrüder. So. Gut, dann gehen wir einfach nochmal in Gefecht und ich mache einen Cut. So, es geht weiter. Diesmal bleibe ich ein bisschen im Hintergrund. Und warte erstmal, bis die ein bisschen entgegenkommen. Dass ich nicht so früh sterbe. Los geht's. Ach, da kann man durchfahren. Gut zu wissen. Dann machen wir das. Schüsse haben wir genug. Das ist kein Problem. So, mal gucken, dass ich hier durchkomme. Und dann bashen wir den jetzt mal eine rein. Da hinten. Helfen wir hier mal mit. Das war knapp. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie böse erwischt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, aufpassen, der zielt. Na, lass ihn schießen. Komm, ich fahr mal rum. Verdammt, der weiß Bescheid. Ja, dann nicht, da fahren wir hier rum. Was machen die denn alle bei unserer Basis? Ja, dann machen wir einen auf Arti. Ach, so weit können wir nicht. Hm. Fahr! Fahr! Um Gottes Willen, fahr! Mann, Junge! Oh Mann, das war ja mal wieder geil. Was haben wir hier? Operation Nostalgie. Gewinne ein Gefecht gegen den Mörser Karl. Okay, das ist ja mal interessant. Gut, das wäre es eigentlich mit diesem Spiel hier schon gewesen. Mit diesem Special-Video meine ich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten, ne, egal. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Vielleicht habt ihr ihn selber gezockt. Und sage ich einfach mal tschüss und bis zum nächsten Mal.